Mit Hilfe unseres Gehirns und Nervensystems kommunizieren wir mit unserer Umwelt und steuern gleichzeitig vielfältige Mechanismen in unserem Körper. Das Nervensystem nimmt beispielsweise Sinnesreize auf und leitet sie zum Gehirn weiter, wo sie dann verarbeitet werden und Reaktionen auslösen, zum Beispiel Muskelbewegungen oder Schmerzempfindungen. Damit unser Nervensystem ordentlich funktionieren kann, ausreichend Neurotransmitter gebildet werden können und auch Reize korrekt aufgenommen und verarbeitet werden können, braucht es eine Reihe wichtiger Nährstoffe. Und um genau diese Nährstoffe geht es im heutigen Interviewausschnitt mit Dr. Simone Koch. Dr. Simone Koch ist Ärztin für funktionelle Umwelt- und Ernährungsmedizin. In ihrer Praxis in Berlin liegt der Schwerpunkt auf der Behandlung von hormonellen Ungleichgewichten, Autoimmunerkrankungen, Umwelterkrankungen und funktionellen Beschwerden. Neue spannende Videos bekommst du mehrmals pro Woche auf unserem YouTube-Channel zu sehen. Wenn du also nichts verpassen möchtest, dann lass uns doch am besten gleich ein Abo hier da. Jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Interviewausschnitt. Du hast vorhin schon die B-Vitamine angedeutet, dass die auch ja eine zentrale Rolle spielen für die Gesundheit des Nervensystems oder für ein funktionsfähiges Nervensystem. Ja, was sind überhaupt B-Vitamine? Wie viele gibt es? Welche sind vielleicht besonders wichtig? Kannst du mal so einen kurzen Überblick geben zum Thema B-Vitamine? Also warum sind die da besonders wichtig in diesem Zusammenhang? Die spielen eine ganz, ganz große Rolle zur Produktion unserer Neurotransmitter. Also hier, also vor allen Dingen Adrenalin, Noradrenalin. Alle Stufen der Produktion der Neurotransmitter sind B-Vitamin abhängig. Verschiedenste davon. Also hier spielt zum Teil B2, B3 eine Rolle, B5 spielt eine Rolle, B6 spielt eine sehr, sehr große Rolle. Und dann ist halt, dass überhaupt dem Körper Energie zur Verfügung steht, also dass die Mitochondrien sauber arbeiten können, dass ATP, also das ist die kleinste Energie, die Einheit unseres Körpers produziert werden kann. Auch hier spielen die B-Vitamine eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Auch hier ungefähr die gleichen zu nennen, die ich eben schon genannt habe. Insgesamt gibt es eigentlich 12. Bestimmte sind anders benannt. Inzwischen gibt es aber auch ein paar neue. Also es ist so ein bisschen unklar und einige hat man doppelt benannt und so weiter. Also deswegen muss man ein bisschen gucken bei den B-Vitaminen. Zum Beispiel Biotin gehört eigentlich auch zu den B-Vitaminen. Folsäure gehört auch zu den B-Vitaminen. Und die sind halt zum Teil doppelt benannt in der Nomenklatur. Was ich bei den B-Vitaminen super wichtig finde, ist, sie können vom Körper nicht gespeichert werden. Das ist was, was ganz, ganz wichtig ist, was viele nicht verstehen, weil viele kommen dann zu mir und sagen, ich habe aber doch jetzt 2,5 Monate Vitamin B6 genommen, auch die ganze Zeit total hoch und in meinem letzten Bluttest war die doch auch super und jetzt sind sie schon wieder total schlecht. Wie kann denn das sein? Und da ist einfach der Punkt, wenn man das 2 Wochen abgesetzt hat, dann kann es halt leider sein, dass es wieder genauso schlecht ist wie vorher, wenn man erhöhten Bedarf hat und eine schlechte Aufnahme aus der Nahrung und so weiter, einfach aufgrund der Tatsache, dass der Körper keine Speicher hat für B6. Und das ist halt da einfach dann ein Problem. Der einzige Stoff von den B-Vitaminen, für die wir einen Speicher haben, ist das B12. Das B12 kann in der Leber gespeichert werden, also wird in den Leberzellen gespeichert, was auch der Grund ist, warum Leber extrem B12 reich ist, wenn man sie isst. Für B12 können wir einen Speicher anlegen, wenn die komplett voll sind, der bis zu 2 Jahre reicht. Aber das ist das, und das ist das, was viele so im Kopf haben, weil da gab es halt mal irgendwelche Fernsehwerbungen zu und so weiter. Und viele haben halt im Kopf, B12 kann gespeichert werden und gehen deswegen davon aus, dass auch alle anderen B-Vitamine gespeichert werden können. Das ist aber nicht der Fall. Also die meisten anderen B-Vitamine können leider nicht gespeichert werden. Und die haben halt verschiedenste, extrem wichtige Wirkungen auf unseren Körper. Vor allen Dingen in der Energieproduktion ganz stark hervorzuheben ist hier auch das B3. Also das B3 spielt eine ganz, ganz große Rolle in den Redoxreaktionen am Mitochondrium, also dafür, dass überhaupt die Atmungskette, also die Gewinnung von Energie stattfinden kann und dann, dass die Stoffe, die hier benutzt werden, auch wieder recycelt werden können sozusagen. Da spielt das B3 eine ganz, ganz große Rolle, aber auch viele der anderen B-Vitamine.
Und desto mehr man chronischem Stress, welcher Art auch immer, ausgesetzt ist, desto erhöhter ist der Bedarf an B-Vitaminen. Das heißt, wenn ich ein sehr stressiges Leben habe, wenn ich außerhalb meiner Chronobiologie lebe, wenn ich sehr viel künstlichem Licht ausgesetzt bin, wenn ich sehr stark psychischen Belastungen ausgesetzt bin, wenn ich insgesamt vielleicht zu wenig schlafe, wenn ich dann noch eine schlechte Ernährung habe, die meinem Körper Stress verursacht, das alles kostet B-Vitamine. Und das ist halt wahrscheinlich einer der Gründe, warum wir so viel, zum Teil erhebliche B-Vitaminmängel in der heutigen Zeit haben. Plus dem, was wir am Anfang gesagt haben, einfach schlechte Versorgung insgesamt über die Ernährung. Ich finde es auch immer wieder faszinierend. Also ich war gerade im Urlaub eine Woche in einem wirklich hervorragenden Hotel, hatte das auch vororganisiert mit meinen ganzen verrückten Nahrungs- und Mittelunverträglichkeiten, was ich alles nicht essen kann. Die wussten also Bescheid, haben sich da auch echt super dran gehalten. Was ich aber erschreckend fand, ist, nichtsdestotrotz, wie wenig Gemüse serviert wird. Also völlig egal, so unabhängig davon. Also wenn das jetzt nicht dediziert dafür ist, ein paar Wochen vorher waren wir in so einem Retreat-Center für eine Fortbildung. Das war halt vegane, pflanzenbasierte Küche. Klar, da gab es Unmengen Gemüse und da war alles als sehr, sehr frisch und sehr viel Auswahl und so weiter. Das ist aber halt überhaupt nicht die Regel. Und das selbst in so einem 4,5-Sterne-Hotel, man halt eigentlich jeden Tag Kohlenhydrate mit Soße serviert bekommt und wenn man das halt isst, diverse Fleisch- oder Komponenten, aber eigentlich so gut wie kein Gemüse und der Salat ist dann halt Kartoffelsalat, Nudelsalat, Rote-Bete-Salat mit irgendeiner planschigen Soße und so weiter. Und das, was mich immer wieder so ein bisschen zurückführt, dass das die normale Ernährung ist, die meisten Menschen zu sich nehmen. Und dass das, was ich mache, wo halt jeden Tag Unmengen frisches Zeug auf den Tisch kommt, dass das nicht normal ist. Und dass das halt, das merke ich auch jedes Mal, wenn ich meine Eltern besuche, dass es halt da üblicherweise Kartoffeln mit Soße und irgendein Fleisch gibt. Und mit ein bisschen Glück zwei Brokkoli-Röschen, das war es dann auch schon. Und auch das hat halt viel damit zu tun, dass wir davon nicht ausreichend zu uns nehmen. Unsere Ernährung ist sehr wenig divers geworden und wir verlassen uns halt viele verlassen sich sehr viel auf Convenient-Produkte, also auf industriell verarbeitete Produkte und die sind einfach extrem vitaminarm. Und diese zugesetzten Vitamine, die da drin sind, die sind nicht aktiviert und die sind überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was man zum Beispiel in einem Spinatblatt oder so findet. Du hast gerade gesagt, das, was du machst, ist nicht normal, aber eigentlich sollte das ja sogar normal sein. Eigentlich sollte das ja der Standard sein, ja. Normal sein. Und ja. Selbst dann ist es schwierig, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, alle Nährstoffe abzudecken, auch die B-Vitamine abzudecken. Du hast jetzt schon ein paar Lebensmittelquellen gesagt, also Gemüse oder das zum Beispiel auch die Leber fürs B12 gesagt. Was empfiehlst du denn für Lebensmittel, um da erstmal sich gewissermaßen einigermaßen damit zu versorgen? Also man muss natürlich immer gucken, was verträgt man nicht. Also das macht es zum Beispiel für mich zum Teil sehr schwierig. Also ich habe ja Zöliakie mit sehr viel Kreuzreaktionen auf alle anderen Pseudogetreide, mit sehr viel Kreuzreaktionen oder mit extremen Kreuzreaktionen auf Hülsenfrüchten. Das macht es für mich halt extrem eingeschränkt, was B-Vitamine angeht. Aber wer halt solche Sachen gut verträgt, ist zum Beispiel Hafer, ist ja eine sehr gute Quelle. Hefe, also nicht die industrielle Bäckerhefe, sondern bestimmte Hefen, die Bakterien produzieren, die wir zum Beispiel in Hefeflocken finden, sind extrem B-Vitaminreich. Also das ist was, womit man sich da sehr behelfen kann und entsprechend mitgucken kann. Tatsächlich ist, also Leber ist halt extrem reich an all diesen Vitaminen. Das ist aber was, wo halt man sich halt immer natürlich fragen muss, möchte man es essen oder nicht. Wobei ich da auch, um eine Lanze zu brechen, viele sagen, man soll keine Leber essen, weil sie ist ja das Entgiftungsorgan. Das ist Quatsch. Also die Leber enthält nicht mehr Giftstoffe als andere Organe des Körpers. Im Gegenteil, das Gift findet sich im Fett, in den Sehnen, in Knochen, in langfristig abgelagerten Geweben und nicht in der Leber, die das zwar entgiftet, aber nicht lagert. Aber nichtsdestotrotz, ich persönlich stehe nicht so auf Leber, aber ich komme da einfach nicht so gegen an. Aber grundsätzlich ist es eine gute Nährstoffquelle. Und ansonsten, was so Folsäure und sowas angeht, sind die grünen Blattgemüse ganz weit vorne. Also alles, was grün ist. Und das ist halt auch, also wenn wir halt Gemüse essen, dann essen wir halt gern die südamerikanischen Gemüse, also so Tomaten, Paprika und so weiter. Die sind zwar toll, also die haben sehr, sehr viel Lycopen, sehr viel Vitamin C, die sind aber nicht besonders B-Vitaminreich.
Bereich. Und so die klassischen grünen Blattgemüse spielen oft auch eine geringe Ernährung. Kohl hat keinen guten Ruf mehr, hat aber sehr viele sehr, sehr gute Nährstoffe und ist auch was, wo man sich mal mit zurückbesinnen darf. War vor der Einführung dieser ganzen Lebensmittel, die eigentlich in unsere europäische Ernährung überhaupt nicht reingehören, eins der Grundnahrungsmittel. Ja, da kann man halt ganz viel von diesen Sachen finden und lässt sich auch viele spannende und leckere Arten und Weisen zubereiten, wenn man ein bisschen kreativ wird. Okay. Mich würde noch interessieren, du hast gesagt, du misst bei sehr, sehr vielen Menschen auch Mängel, von den B-Vitaminen. Gibt es da welche, die besonders hervorstechen? Also misst du sie einzeln oder misst du zum Beispiel nur das Homocystein? Das machen ja, glaube ich, auch ich messe sie einzeln. Ja. Klar, Homocystein spielt eine Rolle, aber Homocystein wird halt meistens auch nur hoch, wenn es noch weitere Störungen gibt. Also wenn es Störungen in der Verarbeitung gibt, wenn es bestimmt hier auch wieder bestimmte Polymorphismen, also diese häufigen Mutationen gibt, dann habe ich halt oft hohes Homocystein. Ich kann aber auch sehr schlechte B-Vitaminspiegel haben, wenn ich ein gutes Homocystein habe. Insofern messe ich die nach Möglichkeit allein. Die haben den riesengroßen Nachteil, dass die Schweine teuer sind im Messen und dass ich man sollte sie bioaktiv messen. Wenn ich einfach nur, vor allen Dingen bei jemandem, der B-Vitamine nimmt, zum Beispiel B6 messe, dann werde ich immer einen viel zu hohen Wert im Serum messen. Darüber habe ich aber noch keinerlei Aussage, was macht denn der Körper mit diesem B6? Also vor allen Dingen, wenn ich ganz normales B6 nehme, ist der Körper in der Lage, das B6 zu aktivieren? Ist er in der Lage, das in die Zelle hinein zu transportieren und dann in die Atmungskette mit einzuschleusen und damit zu arbeiten? Das heißt, das, was ich wissen möchte, ist, wie viel bioaktives, tatsächlich zu benutzendes Vitamin B habe ich denn? Und das kann man über spezielle Tests machen, wo man guckt in der Petrischale, wo man bestimmte Bakterien nimmt, die B-Vitamine, also bioaktive B-Vitamine brauchen und verdauen und die markiert und dann halt guckt, was passiert mit den Bakterien. Das sind sehr spezielle Untersuchungen, das sind aber die einzigen Untersuchungen, mit denen ich wirklich rauskriegen kann, wie gut ist meine B-Vitaminversorgung. Weil ansonsten ist das halt auch, was ich ganz oft höre. Ich war bei meiner Ärztin, die hat das nachgemessen und jetzt sagt, ich soll sofort mit allem aufhören, weil ich bin ja total überversorgt. Und das ist halt das Problem, wenn ich vorgestern halt noch B-Vitamine genommen habe oder selbst wenn ich irgendeinen garstigen ACE-Saft trinke, dann kann ich halt das damit schaffen, dass meine Vitamine im Serum gemessen deutlich zu hoch sind. Das ist aber sind keine aktivierten B-Vitaminformen. Das sind oft synthetische Formen, mit denen unser Körper gar nichts anfangen kann, zumindest nicht, wenn man bestimmte genetische Polymorphismen hat und die dann kumulieren. Kumulieren heißt in der wissenschaftlichen Sprache sozusagen, dass die sich so anlagern und einen Haufen bilden und dann halt auch zu Problemen führen kann. Zum Beispiel synthetische Folsäure kann zu erheblichen Problemen führen und kann dann sogar das Nervensystem stören. Also es kann Toluol-Verbindungen ausbilden, die dann zu Brain Fog, Hirnnebel, Konzentrationsstörungen führen. Ich rate grundsätzlich davon ab, irgendwas mit synthetischer Folsäure einzunehmen. Und das ist halt auch ein Problem, dass inzwischen ja sogar Salz gibt, was mit Folsäure versetzt ist. Das braucht wirklich niemand. Also und deswegen muss man halt hier sehr stark differenzieren, auch bei den Tests, was man da macht. Wie gesagt, B-Vitamine können vom Körper nicht gespeichert werden. Sie sind wasserlöslich. Wir werden im Überschuss aus dem Körper einfach wieder raustransportiert. Außer B6, wenn man dauerhaft viel zu hohe B6-Spiegel hat, dann kann das zu Nervenschäden führen. Da muss man aber auch sagen, das geht über Jahre. Also wenn man viele Jahre einen viel zu hohen B6-Spiegel hat, dann kann es zu diesen Störungen führen. Das heißt, erstmal ist es sehr unwahrscheinlich, dass man überhaupt zu hohe Spiegel erreicht. Und dann kann man es sehr lange auch sehr hoch, selbst zu hoch dosiert nehmen, ohne dass es irgendwas macht. Das heißt, bei vielen, also wenn man sich das sparen will, die bioaktive Untersuchung der B-Vitamine kostet pro B-Vitamin 33 Euro, was ich ganz schön happig finde, rate ich oft, nehmt einfach was. Und wenn man zum Beispiel, also Victilabs hat so einen total coolen Quinoa-Extrakt B-Vitamin-Komplex. Das heißt, der ist komplett natürlich. Das muss man auch immer unterscheiden. Ganz viele machen da Greenwashing. Also bei ganz vielen Firmen steht da drauf, aus natürlicher Quelle. Das heißt halt, das wurde extrahiert aus Hefen von Hafer oder irgendwas. Das heißt, die Ursprungssubstanz war mal natürlich. Das ist aber eigentlich immer so. Also viele haben halt so diese Vorstellung, was synthetisch ist, da ist der Chemiker und der macht dann so verschiedene Sachen zusammen und dann macht's puff und dann hat man ein B-Vitamin. Das ist halt so nicht. Fast immer benutzen wir eine natürliche Ausgangssubstanz und extrahieren das dann daraus. Wenn ich aber zum Beispiel eine komplett natürliche Substanz nehme, wie ein Hefeextrakt oder ein Quinoa-Extrakt, da drin habe ich all die bereits bioaktiven Formen, bioaktiv aktiviert
konjugierten Formen, die eben in Pflanzen vorhanden sind. Und wenn ich halt keine Riesenmassen Quinoa oder Spinat oder weiß ich nicht essen will, dann kann ich mich halt auf so einen Extrakt zurückberufen. Und da habe ich natürlich nicht diese krass hohen Dosen, die ich in einem angereicherten Präparat habe, wo synthetisch extrahierte Formen drin sind. Aber ich habe eben eine sehr natürliche Zusammenstellung. Damit kann man, auch wenn man nichts testet, definitiv nichts falsch machen. Damit kann ich keine therapeutischen Dosen erreichen. Also wenn ich halt, oder ich müsste sehr, sehr viel nehmen. Also wenn ich halt wirklich extreme Mängel habe, aus welchen Gründen auch immer, dann würde ich zum Beispiel halt auch sowieso auch mit IV oder IM, also über die Vene oder über den Muskel mit Injektionen arbeiten. Aber so für den allgemeinen präventiven Bereich ist man damit sehr, sehr gut aufgestellt. Das war's mit dem heutigen Video. Möchtest du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren, dann schau doch gerne auf unserem Kanal vorbei. Dort bekommst du auch weitere spannende und informative Videos zu sehen. Wenn du keines unserer Videos verpassen möchtest und immer up to date bleiben willst, dann lass uns doch am besten gleich ein Abo da. Wenn du dich mit unserer Community zum heutigen Thema austauschen möchtest, kannst du gerne einen Kommentar unter diesem Video hinterlassen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.